50 Traktoren starteten in der Nacht von Thüringen aus Richtung Berlin. 10 Stunden Fahrt stehen ihnen bevor, wie vielen anderen auch. Tausende Landwirte sind nach Berlin gekommen, darunter 350 Thüringer. Die angekündigte Streichung der Subvention für Agrardiesel und der Wegfall der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Maschinen bringen sie auf die Palme. Pro Hektar landwirtschaftliche Fläche würden 50 Euro Mehrkosten anfallen. Die Landwirte haben Existenzsorgen. Wir verdienen ja so schon nicht viel, wenig an der Milch mit der Landwirtschaft und ja, wenn dann noch mehr die Subventionen wegfallen, haben wir noch höhere Kosten und wirtschaften dann gar nichts mehr. Und das nächste Problem ist das, was Sie als Verbraucher zahlen. Die ganz hohen Preise kommen bei uns nicht an, weil dazwischen der Lebensmitteleinzelhandel ist, die Molkereien sind und die ganzen anderen Industriegebiete, die viel mehr und die alle daran verdienen wollen. Das ist das Problem. Auch der Vizepräsident des Thüringer Bauernverbandes, Thoralf Müller, ist wütend. Wir sind nicht gegen Sparpläne, aber es muss ausgewogen und gerecht sein. Und es gibt sicher andere Bereiche, wo der Staat Ausgaben überdenken kann, ob das Entwicklungshilfen im Ausland sind, ob das im eigenen Haushalt ist. Auch beim Bürgergeld sollte man überlegen, ob das in dem Umfang notwendig ist oder und gerecht ist, wie es im Moment angedacht ist. Die Stimmung bei der Demo ist aufgeheizt. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will sich für die Landwirte einsetzen, doch er wird immer wieder ausgebuht. Die Nachricht über die Abschaffung der Agrardieselbeihilfe und der gleichzeitigen Kfz-Steuerbefreiung platzt. Bauernpräsident Joachim Ruckwied erinnert die Landwirte an einen friedlichen Protest. Liebe Berufskolleginnen, liebe Berufskollegen, wir kämpfen, aber wir kämpfen fair. Thüringens Landwirtschaftsministerin kann die Wut der Landwirte verstehen. Ich hoffe einfach nur, dass der Bundesfinanzminister tatsächlich sein Versprechen wahrmacht und hier tatsächlich Bewegung zeigt und diese Einschnitte auch dann zurücknimmt für die Landwirtinnen und Landwirte, weil wir brauchen Planungssicherheit in der Landwirtschaft. Lenkt die Bundesregierung nicht ein, dann wollen die Landwirte im Januar weiter protestieren.